Entschuldigt bitte. So, es wird hektisch, Leute. Wir spielen Little Hope weiter. Und wir sind am Wegrennen. Entferne dich vom Fluss. Was in aller Welt war das? Sowas habe ich noch nie gesehen. Es war wie in einem Albtraum. Habt ihr das Ding gesehen? Ich erinnere mich dunkel. Der klaffende Mund, diese toten Augen. Was immer es auch war, es ist weg. Um ein Haar hätte das Ding mich erwischt. Es war so knapp. Es war ein Riesenschreck für dich. Uns alle. Aber wenigstens sind wir entkommen. Wir sind mal nett. Stimmt. Ein Glück, dass wir noch leben. Wir sind erstmal sicher. Das Ding, was auch immer es war, ist noch da draußen. Vielleicht verfolgt es uns schon. Es trug Ketten. Genau wie die Frau, die ertrunken ist. Das kann kein Zufall sein. Habt ihr gesehen, was mit Taylor und Daniel passiert ist? Sie können nicht weit sein. Oha. Hinter der Frau gerade. Verschwinden wir hier. Aber das Mikro ist nicht zu nah dran. Hinter denen war gerade was. Ich mal ganz kurz gucken. Bei Andrew sind wir jetzt wieder ein bisschen gestiegen. Bei John ein bisschen gesunken. Bei Taylor ganz doll gesunken. Ich muss noch mal kurz in den Chat gucken. Stimmt. Also in der letzten Szene sind wir vor ihrem Pendant weggelaufen. Und wir haben sie durchgekriegt. Genau, wir müssen noch mal in die Bilder gucken. Das war diese Vision hier, glaube ich. Nein, die war es nicht. Aber die muss ich mir trotzdem ansehen. Er hat eine Waffe. Und da ist dieses Vieh. Genau. Das war die Szene, wo wir es diesmal richtig gemacht haben. Wir haben diesmal sie gerettet. Bei den beiden Bildern finde ich das sehr schwierig. Bei dem ersten Bild finde ich das sehr eindeutig, dass wir irgendwie machen mussten, dass sie da rauskommt. Bei dem nächsten Bild wissen wir bloß, dass wir eine Waffe haben und ihm gegenüberstehen. Wir haben dafür gesorgt, dass er die Waffe mitnimmt. Ich hoffe, dass das richtig ist. Und im letzten Bild sehen wir bloß, dass die Waffe an den Kopf des Busfahrers gehalten wird. Schwierig. Schwierig. Ich habe nur schwarze Bilder, ja, ich weiß. So, dann gucken wir uns wieder hübsch um. Von da sind wir gekommen, genau, da sind wir rübergesprungen. Und die Jungs gehen gerade da lang. Wir sind auf einem Friedhof. Ich finde gerade einen Hinweis. Hier liegt Isaac Worrell, 43 Jahre, verstorben am 21. Oktober 1702. Ruhe in Frieden. Hatten wir den Namen Isaac schon mal irgendwo? Die sind mir gefolgt, ne? Ich habe mich kurz erschrocken, weil er hinter mir stand. Aber dieses Vieh, was denen nachgelaufen ist, das war auch schon wieder so. Wir sind nicht alleine. Hört man eigentlich die Playstation im Hintergrund? Weil die jodelt gerade schon wieder. Ich glaube, die hat bald wieder Besuch. Können wir weiter? Ich fühle mich hier nicht sicher. Die hat bald wieder einen Besuch beim Konsolendock. So, da leuchtet es und da leuchtet es. Ich würde gerne beides ablaufen wollen. Ich habe aber Angst, dass dann hinter uns zugemacht wird, wenn wir jetzt hier lang gehen. So, ist da jetzt Nebel, dass ich da nicht mehr langlaufen kann? Nee, noch nicht. Die linke Seite sieht interessanter aus. Ich weiß es nicht. Ich gehe mal trotzdem kurz nach rechts. Da ist noch ein Hinweis. Okay. Hier liegen Thomas Wyman, Gouverneur und Friedensrichter, verstorben am 30. Juli 1701 und seine Frau Mary Wyman, von uns gegangen im Februar 1699. Sie sind relativ dicht nacheinander gestorben.
Leicht hört man das Raumschiff. Das ist ja belastend. Das tut mir so leid. Ich kann es schon wieder nicht abschalten. Siehst du, Herr Hase, wir müssen das Raumschiff wieder durchputzen lassen. Es ist wieder an der Zeit. Ich hoffe, dass sich die Probleme mit der PlayStation 5 dann vielleicht erübrigen, dass man die dann wirklich nicht mehr hört. Weil ich möchte mich natürlich auch nicht immer muten müssen. Hm. Okay, wir konnten ja einmal im Kreis laufen. Da ist aber auch noch ein Weg. Warum ausgerechnet hier? Los, weg hier! Machen wir gleich. Ich gehe nicht direkt zur Tür. Ich will erst mal gucken. Ich möchte erst mal gucken. Ob wir noch irgendwas Interessantes sehen. Da oben geht der Weg weiter. Und hier ist noch ein Grabstein. Vielleicht gehen wir doch mal zum Tor zurück nochmal gleich. Hier liegt Abram Alastor, verstorben am 13. Februar 1690. Factum fieri infectum non potest. Ich habe gerade so ein bisschen Brainlags. Ich weiß gar nicht mehr so genau, was wir letztens hier für Infos hatten. Exit. Hauptsache, ich kann den Weg dann noch hochgehen. Ich finde das ganz furchtbar, wenn du nicht weißt, ob du nochmal zurückgehen kannst. Wenn ich das jetzt drücke, kann ich dann mich da oben nochmal umsehen? Ich habe ein bisschen Angst. Ja, die Hoffnung ist, dass die PlayStation 5 bald da ist, Chat. Aber es kann natürlich sein, dass sie es nicht ist. Wir wissen ja nicht, ob unsere Händler eine bekommt und wir die auch wirklich kriegen. Nur weil wir sie angezahlt haben, heißt das ja nicht, dass sie dann auch wirklich da ist. Was steht auf dem Schild? Family Plots, okay. Untersuchen. Ja, ich bück mich auch immer an so einer Büchse hier. Geheimnis gefunden. Sonnenglücksbringer. Ein alter Sonnenglücksbringer gefunden bei einer Bank auf dem Friedhof. Und weiter? Ist einfach nur ein Geheimnis, das ich finden konnte. Es ist nicht weiter wichtig. Ich verstehe. Oha. Oha. Tragisch, wenn jemand so jung stirbt. Megan R. Clark. Geliebte Tochter und Schwester? Das sind die aus dem Brand, oder? Sind das die aus dem Brand? Dennis. Ja, das sind die von dem Brand. Bei Tanja stehen sogar noch Blumen. Warum nur bei Tanja? Beeindruckend, dass noch jemand dieses Grab besucht. Ich wollte gerade sagen, nur bei ihr stehen Blumen. Anne Clark. Oder Anne. James. Oben rumpelt es. James, die Mutter. Tanja? Was stand hier nochmal für ein Name? Megan. Megan war die Kleine. Stimmt. Megan ist die Kleine. Da fehlt ein Sohn. Oder ein Junge. Da fehlt ein junger Mann. Das waren noch zwei Jungs, oder? Clark. Einfach nur Clark. Was ist mit dir falsch? Er guckt sich die Blumen an. Hier fehlt doch ein Grab, bin ich... Hä? Oder hat einer überlebt? War Dennis der, der die Megan geärgert hat? Lebt der andere Junge noch?
ein Grab fehlt und das wird noch besucht. Der eine Junge hatte überlebt. Woher weißt du das, Aichi? Er ist ja nochmal reingerannt. Wir haben nicht gesehen, dass er überlebt hat. Jetzt wirst du zum Spoilerkönig. Aichi-Samurai, können Sie vielleicht mal den Bewohner, der über mir wohnt, mitteilen, dass es schön wäre, wenn er seine Füße stillhalten würde? Das ist ein einziges Grumpel und Geklapper über mir gerade. So ein bisschen Angst, dass gleich der nächste Jumpscare kommt. Das ist wieder die Bank. Das ist wieder die Bank. Bin ich im Kreis gelaufen? Ich gehe jetzt nur im Kreis. Ich verstehe. Da oben ist aber noch ein Weg. Oder nicht? Nee, doch nicht. Okay, also sind wir nochmal hierher gekommen, einfach nur um zu sehen, dass hier die verbrannten Leute liegen. Okay, du wusstest es nicht, du hast es nur angenommen. Nee, nee, er ist ja nochmal ins Haus gerannt und dann gab es ja, glaube ich, auch... Ich meine, eine Explosion. Das heißt, der Doppelgänger, das Pendant von dem Jungen... Ich habe seinen Namen schon wieder vergessen. Sorry. Lebt noch? Es ist doof, dass die jetzt wieder so laut ist. Das ist echt ärgerlich. Tut mir leid, falls ihr den Hintergrund doll hört. Das Nessie? Also das Loch Ness-Monster aus dem Fluss? Los, weg von der Brücke. Je mehr Abstand wir zwischen uns und dieses Ding bringen, desto besser. Ich wette, Daniel und Taylor denken das Gleiche. Verstecken, schnell! Ich hasse das, ich hasse es, ich hasse es! Das war aber eben noch nicht der Typ auf dem Fahrrad. Das kann er seiner Oma erzählen, das war der eben noch nicht. Gehen wir ihm besser aus dem Weg. Die letzten Worte der Frau gehen mir nicht aus dem Kopf. Um zu stoppen, was in Little Hope passiert, muss man das Mädchen stoppen. Ging es darum... weitere Hexenprozesse zu stoppen oder etwas anderes? Weiß auch nicht. Na los, gehen wir. Ich sehe mich drinnen um. Ja. Schönes Viech. Schönes Viech. Daniel, Wald. Um 1.03 Uhr. Wie geht's? Ich frag mich, ob das Ding uns verfolgen könnte. Glaube nicht, dass sie das tut. Woher weißt du das? Wir zwei bleiben jetzt nah zusammen. Genau. Wenn du nah sagst, wie nah genau... So nah? Ist das hier ernst? Ich wäre jetzt gerne intim, aber... Ach komm. Bisschen näher. Noch näher. Bin ich halt nach so einer Situation seltsam. Finde einen Weg zu den anderen und bleib zusammen. Machen wir doch glatt. Was war das? Was war was? Vermutlich. Doch, da war was. Nein. Witch Trail.
Historischer Pfad von Little Hope. Der Hexenpfad. Heißt das, hier haben sie die Hexen lang geschliffen zur Verurteilung oder war das der Pfad, den sie genutzt haben? Sehr, sehr seltsam. Gesicht ist abschreckend genug. Das gefällt mir nicht. Lass uns woanders lang. Es gibt keinen anderen Weg. Waren wir hier nicht schon mal? Das kommt mir hier gerade ziemlich bekannt vor. Sind wir nicht mit den anderen hier schon gewesen? Oder habe ich jetzt einfach nur... Chili Johnson Memorial, da sind wir. Touristenhochburg. Nein. Nicht mein Lieblingsreiseziel. Doch, wir sind in der Nähe. Zwischen dem Museum und dem Chili Johnson Memorial sind wir. Auf diesem Trail. Der Trail führt uns an dem Museum vorbei. Bis zum Chili Johnson Home. Na, also er führt durch den Wald quasi und dann... Let's go. Wir müssen da einmal komplett durch. Schätze ich. Das ist die Brücke hier. Das ist eine süße, kleine, schnuckelige Brücke gewesen. Auch nicht verkehrt. Es ist echt kalt. Ich friere tatsächlich. Hey, hier drüben. Sieh dir das an. Das ist ein bisschen creepy. Das hält? Das Ding könnte immer noch hier sein. Im Wasser. Oh. Nein, wir haben es abgehängt. Bestimmt. Ja, versucht sie ruhig zu beruhigen, aber... Shit. Ich glaube ihm auch nicht so. Du gehst zuerst, oder? Du bist leichter als ich. Geh du vor. Oh. Ich gehe auf keinen Fall über diese bescheuerte Brücke. Wenn wir die anderen finden wollen, müssen wir rüber. Gut. Ich gehe darüber und du kommst mir nach. Wenn die Brücke danach steht. Okay. Wir gucken mal ganz kurz, ich will den Kurs sehen. Ich glaube, das fand sie jetzt nicht so nett von ihm. Team Taylor. Taylor war gegen Johns Plan, in die Stadt zu gehen, hatten wir schon. Taylor stimmte zu, auf der Suche nach den anderen den Steg zu überqueren. Warum hat denn das jetzt damit zu tun? Aber gut. Angela war fasziniert von ihrem Pendant. Angela vertraute auf Andrew, sie vom Ufer wegzubringen. Angela war froh, dass es alle geschafft hatten, das Ufer zu verlassen. Angela entkam dem Dämon am Ufer knapp. Ich finde das doof, dass sie nicht so richtig sortiert sind. Ich verstehe das nicht. Vor Fahrrad vorbeifuhr, Vince fuhr auf dem Rad von der Gruppe weg, als er aus dem Nebel in der Nähe des Friedhofs auch auftauchte. Das war halt schon komisch, oder? Der ist überall. Autoritätsperson haben wir noch. Das finde ich doof. Das wollte ich nicht. Als ich gemeint hatte, hey, lass uns alle Optionen durchgehen, wollte ich eigentlich nicht als Feigling dastehen. Ich wollte damit bloß sagen, hey, vielleicht sollten wir einfach alle Optionen durchgehen. Und nicht, hey, ich habe Schiss, also vielleicht finden wir einen anderen Weg. Das war nicht gemeint. Das wollte ich nicht. Okay, mal gucken, wo das noch hinführt. Ich spiele ihn, also ich führe nicht sie darüber gerade. Ich habe Angst, dass gleich der nächste Jumpscare kommt. Was ist das? Über mir knallt es, das ist es. Ich will aber jetzt nicht nach dem Vieh suchen. Na gut, wir suchen nach dem Vieh. Hier ist eine Bank. Vielleicht ist hier ein Hinweis. Nur vorsichtshalber mal gucken. Da ist es nebelig, da werde ich nicht durchkommen. Die Kamera, die Lampe zu steuern, ist gar nicht so einfach. Da ist wieder ein Hinweis. Ich hänge aber am Unkraut fest. Okay. Siehst du das? Sehe ich was? Oh. Hexengrab. Dieser Stein markiert vermutlich die Grabstätte der ersten Person, die im Rahmen der Hexenprozesse von Little Hope hingerichtet wurde. Es steht halt dort so geschrieben.
verschwinden wir. Lassen Sie uns los! Still! Bitte! Mary? Mary! Mary! Ich bin hier drüben! Mary, der Quell des Bösen ist hier. Zweifelnd? Das Mädchen ist das Böse? Verstehe ich nicht. Meine geliebte Amy beteuerte es kurz vor ihrem Tod. Das Böse wird nur mit Mary ein Ende finden. Wer sind Sie? Warum sehen Sie aus wie John? Ich kenne keine Antwort. Vielleicht wurde ich schon mit einem Hexenfluch belegt. Da ist sie! Gefunden! Woher hast du sie? Ich habe sie selbst gefertigt. Ich nehme sie zu deinem Schutz. Verdacht und Betrug gehen Hand in Hand in Little Hope. Niemand ist sicher. Bitte, Tabitha, lass sie mir! Tabitha? Sie sagt nicht Mama zu ihr? Ich habe so ein Gefühl. So ein Verdacht. So einen kleinen. Äußere ich später. Nichts. Hier gibt's kein Telefon. Okay, also sitzen wir hier wohl wirklich in der Falle. Wo stecken die bloß? Weiß nicht. Ich hoffe, es geht ihnen gut. Wir hätten den Busfahrer längst finden müssen. Wo ist der bloß? Warum bist du immer noch hier? Sie scheint zu wollen, dass wir ihr folgen. Ich bin tatsächlich etwas zögerlich inzwischen. Aber wir machen es mal. Hast recht. Wir folgen ihr. Sie ist die Schlüsselfigur. Das sind zwei Mädchen. Ich glaube nicht. Eins von früher, dieses aus der Jetztzeit. Vielleicht ist dieses Mädchen, das wir hier sehen, irgendwie ein Spiegelbild des Mädchens aus der Vergangenheit. Willst du nicht auf Daniel und Taylor warten? Wenn sie uns folgen würden, wären sie schon längst da. Wenn ich gleich nochmal alleine spiele, werde ich mal kurz meinen Verdacht äußern. Bleib wachsam. Wer weiß, was vor uns liegt. Schauen wir mal. Hey, warte auf uns! Husch! Widerlich! Deine Freundin war Leute, da. Leute, seid ihr das? Wie creepy ist das? Na, großartig. Aber das ist so dunkel hier. Damit hatte ich jetzt nicht gerechnet. Ich wollte mal meinen Verdacht reden. Es hört nicht auf. Ich merke schon. Oh, bitte Gott.
Ist das eklig. Ich hätte ja wenigstens wieder zugemacht. Gott, was für eine Scheiße. Das kann sie aber laut sagen. Angela! Shit! Nein! Womit hat sie das verdient? Jetzt sind es nur noch wir beide. Bis Taylor und Daniel uns finden. Die ist nicht tot. Hey! Die Tür ist durch irgendwas versperrt. Bitte hilf mir mal. Okay. Ich muss gar nichts tun. Es ist ein Museum oder sowas. Ist sie da drin? Das Museum, das hatten wir auf der Karte gesehen. Ruhig. Hier stimmt doch was nicht. Genau. Konzentration. Wir werden nicht das gleiche Schicksal erleiden wie Angela. Woher weißt du das? Weil ich uns zwei um jeden Preis beschützen werde. Und die anderen auch, wenn wir erstmal hier raus sind. Falls sie noch leben. Was wäre ein Optimist? Was hat die Kleine hier ganz allein verloren? Schon komisch. Hat sie was mit Mary zu tun? So muss es sein. Ich weiß nur noch nicht, wie und warum. Erstmal hier umgucken. Schon wieder ein Bild mit schwarzen Rahmen, glaube ich. Meine Theorie, genau. Ich gehe auch nochmal auf die Kurse. Ich habe so ein bisschen... Ich glaube, dass wir alle denken sollen, dass es das kleine Mädchen ist. Und ich denke auch, dass dieser Pfaffe da irgendwie mit drin steckt. Ich habe den Verdacht, sie heißt Taylor, oder? Die mit den Würgemalen, dass sie bzw. ihr Pendant irgendwas damit zu tun hat. Ich weiß nicht, es ist so eine Ahnung, dass sie da mit drin steckt. Gar nicht das Mädchen. Wir sollen das nur denken, aber es ist ganz anders. Das ist gerade der Augenblick. Dass das so durcheinander ist, finde ich sehr störend. Warum floh sie? Ach so, sie konnte fliehen, weil sie nicht gestorben ist vor Ort. Natürlich, also wird sie auch noch leben. Aber nicht sagen, ob meine Theorie stimmt, bitte. Pfändungsbescheid. Unleserlich. Diese Verfügung wurde vom Stadtrand am 17. Tag des Januars im Jahre 1692 ausgefertigt. Im Unleserlich ordnen wir hiermit an, dass ihre Unleserlich zwei Karuktate? Ist mir auch egal. Am westlichen Fluss und dem Grünhügel. Alle Behausungen auf diesem Land müssen geräumt werden. Jegliches Vieh und Unleserlich werden beschlagnahmt und als Tilgung für den alten Vertrag... die steckt alle, England entstandenen Kosten für als da sind 20 Pfund, 7 Schilling und 6 Pence. Und beendet zwischen den Familien. Es ist gestattet, gegen diese Verfügung Einspruch zu erheben, muss jedoch im Rathaus vor dem Stadtrat erscheinen bis etc. pp. In 7 Tagen. Okay, also irgendeiner hatte Stress miteinander und dann wurde was aufgelöst, / verkauft, um die Schulden zu tilgen. Wer hatte da Ärger miteinander? Könnten diese Hexenverbrennungen inszeniert gewesen sein, um sich Vorteile zu verschaffen? Museum von Little Hope. Hat man schon mal gesehen. Das haben wir doch gesehen in dem Haus von denen, die verbrannt wurden. Und da war sogar dasselbe
Klebchen hinten drauf. Guck jetzt hier, auf sowas antworte ich jetzt nicht. Ich gehe darauf ein, wenn ich darauf eingehen will.